Premiere auf dem Caravansalon in Düsseldorf feiert der neue Karmen Duncan. Ein Fahrzeug, was von seinen Außenmaßen her VW-Bus ähnlich ist, also ein absolut kompaktes Freizeitfahrzeug mit Campingküche innen drinnen, Bank, Tisch und immer einem Aufstelldach. Den gibt es in der kurzen Variante als Duncan 495 ohne Bad mit knappen 5 Meter. Und auch in einer langen Variante als Duncan 535 mit 5,43 Meter und der hat dann ein Bad noch mit hinten drinnen. Der Karmen Duncan ist immer auf Ford Transit Custom Basis. Ja, bevor ich Ihnen jetzt gleich den Duncan genauer vorstelle, noch kurz Werbung in der eigenen Sache. Mein Name ist Lisa Sprenger von Mimobile. Wir sind Kastenwagenhändler für Karmann und freuen uns jetzt, dass wir eben mit dem Duncan so einen kleinen, kompakten noch mit ins Programm bekommen und so unser Portfolio erweitern können. Wir sind hier auf der Messe in Düsseldorf auf dem Karmann-Stand. Uns erkennen Sie immer an den roten Hosen und Sie finden uns natürlich auch zu Hause in Remshalden bei uns in der Station. Wir fangen mit dem kleinen Duncan an, dem Duncan 495, der eine Kochzeile drin hat, aber kein Bad. Also einmal zur Kochzeile. Wir haben hier wirklich einen schönen Zweiflammen-Gaskocher, ein Waschbecken, wo man auch wirklich was abwaschen kann. Und in so einem Fahrzeug ja dann auch immer wichtig, dass man einen kleinen Kühlschrank hat. Der sitzt hier unten, fast 42 Liter und hat sogar noch ein kleines Gefrierfach hier oben drinnen. Hier ist kein Stauraum, da kommt das Waschbecken von der Spüle runter, aber hier haben wir noch mal eine schöne Schublade. Man muss wirklich sagen, das alles fasst sich sehr hochwertig an. Das sind vernünftige Verschlüsse, wo es richtig zuklackt. Also das ist ein sehr hochwertiger Innenausbau hier innen. Da unten haben wir noch mal ein Rollfächchen zur Seite schieben. Und hier hinten geht es dann weiter mit allerlei Stauraum. Da ist wirklich jeder Platz genutzt. Hier passt eine kleine 2,75 Kilogramm Gasflasche rein. Braucht man hier ja wirklich nur für den Kocher. Der Kühlschrank ist ein Kompressorkühlschrank und die Heizung ist eine Dieselheizung. Also wir haben hier jetzt serienmäßig die Webasto Dieselheizung verbaut. Man kann optional das auch auf eine Truma 4 Dieselheizung aufrüsten. Das nebendran ist einfach der Lichtschalter für die Küche. Wir haben hier ganz schöne Lichtelemente noch mit drinnen. Hier an der Seite von der Küche haben wir alle möglichen Steckdosen, USB, davon gibt es insgesamt 4 im Fahrzeug, 12 Volt und 220 Volt, davon gibt es insgesamt 3 im Fahrzeug. So, wir wollen jetzt einmal den Tisch einhängen, dazu müssen wir hier an die Tür, da ist er nämlich verstaut. Zum Rausnehmen einfach einmal nach oben drücken, dann rutscht er unten aus der Verriegelung und dann wird der da drüben hier in diese Leiste eingehangen an der Küche. Immer ganz hoch, dann klappt der ein und dann brauchen wir noch den Tischfuß. Der kommt jetzt hier dazu. Ja, die Fahrerhaussitze kann man ja auch drehen, dann sitzt man hier wunderbar mit am Tisch und kann den hier auch ganz einfach hier in der Leiste vor- und zurückschieben. Gut, den Tisch haben wir schon wieder in der Tür verstaut. Das Tischbein liegt jetzt hier noch ein bisschen im Weg rum und das kann man ganz gut hier in der Schublade verstauen. Da sind jetzt noch allerlei Zubehörpakete, die Außendusche, die übrigens Teil vom Allround-Paket ist, was man mit dazu bestellen kann, genauso wie die Sitzbank. Und hier passt eben noch ganz gut der Tischfuß rein. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Schublade. So. Ansonsten finden hier auf der Bank bis zu 3 Personen Platz. Wir haben 3 Gurtplätze, 2 davon sind ISOFIX und die Bank kann man natürlich auch noch zum Doppelbett umbauen. Wir zeigen einmal den Umbau hier von der Bank zum Bett. Dazu einmal hier an der Seite Bremse lösen, hier unten drunter fassen, dann klappt es so ein bisschen nach vorne und dann kann man das hier komplett rumlegen und dann einfach die Bank umlegen, dazu nochmal Bremse lösen und runterfallen lassen.
Wir haben hier unten dann eine komplette Liegefläche von 1,14 Meter Breite und 1,87 Meter Länge. Aber hier hat es noch reichlich Platz, also lange Füße können auch einfach ein bisschen überstehen. Dann einmal zurück. Steckdose Nummer 2 bei den USB und Steckdose Nummer 2 bei den 220 Volt sitzen hier unten. Und da drüber ist noch der Taster für die elektrische Trittstufe außen. Also, wir hatten jetzt ja gerade das Bett für hier unten gesehen. Es gibt ja auch noch ein Aufstelldach, was man abends einfach ganz bequem runterziehen kann. Ich habe die Leiter hier schon mal angestellt. Die hat zwei kleine Ösen, damit die da oben fest bleibt. Und dann kann ich ganz komfortabel das Bett hier runterziehen. Das ist dann noch mal richtig lang da oben, 2 Meter und 1,20 breit. Schön bei dem Bett hier oben ist, dass wir da wirklich Tellerfedern drunter haben. Also es ist sehr komfortabel. Wir haben links und rechts Fenster, genauso nach vorne, immer mit Mückenschutz. Und das nach vorne kann man auch komplett aufmachen, also ganz im Freien liegen. Links und rechts haben wir jeweils Leselämpchen mit so Schwanenhalsköpfen und an aus. Also die machen auch ganz gut Licht. Bevor man losfährt, muss man natürlich das Aufstelldach einfahren. Dazu machen wir zuallererst hier schon mal die Abdeckung runter, weil wir da nachher, wenn das Bett schon unten ist, schlecht rankommen. Und dann ziehen wir einfach das Bett zuerst runter und dann das komplette Aufstelldach. Dafür hat es oben zwei große Griffe, an die kann man sich eigentlich ganz gut ranhängen. So, und dann muss man einfach immer gucken, dass der Stoff auch schön nach innen fällt. Dazu ist immer hilfreich, eine große Tür, am besten die Schiebetür im Auto aufzuhaben, dass die Luft einfach raus kann. So, und dann gibt es hier an der Seite, dann ist natürlich wichtig, das unten richtig zu verriegeln, dass es während der Fahrt nicht aufgeht. Dazu einfach den oberen runterdrücken, festdrehen, dann zieht sich das hier nochmal ran und das hier wird mit dem Griff verklippt. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann können wir hier die Abdeckung schließen, dass das einfach ein schönes Fahrerhausdach ist und da nicht das halbe Aufstelldach noch rausguckt. Einfach so geklickst. Hinten im Kofferraum haben wir natürlich auch noch einmal schön Stauraum und auch an der Seite hier nochmal ein gutes Schränkchen. Hier oben daneben sind nochmal Steckdosen, wieder 220, 12 Volt und USB. Also Steckdosen hat es mehr als genug in dem Fahrzeug. Und hier unten geht es weiter mit Stauraum. Nochmal ein kleines Kläppchen. Hier so offene Fächer, wo man einfach alles Mögliche reinstellen kann. Flaschen, schmale Flaschen, ist nicht ganz so breit. Und da unten die Leiter ein Stückchen vor. So, sitzt einfach der ganze Elektroblock. Die Außendusche sitzt hier hinten, ist Teil vom Allround-Paket. Darauf gehen wir später noch mal genauer ein, was da alles drin enthalten ist. Das Wasser für die Außendusche kommt hier oben aus dem Frischwassertank. Der sitzt darunter versteckt und fasst 50 Liter. Das ist eigentlich ganz gut. Da kann man oft duschen. Und der Abwassertank fasst 30 Liter. So, wir sind jetzt im großen Danken, im Danken 535, der dann 5,34 Meter lang ist und eben sowohl eine Küche und auch ein Bad hat. Die Küche sitzt dann hier hinten, ist vom Block her eigentlich relativ identisch wie beim Kleinen, nur auf der anderen Seite angeordnet. Wir haben hier aber noch so ein ganz schönes Ergänzungsbrettchen, um die Arbeitsfläche zu erweitern und unten drunter wirklich schön viel Stauraum von beiden Seiten. Und hier oben wieder den Kasten zum Ausziehen. Das ist wirklich eine richtig große Schublade für so ein kleines Auto. Hier hinten kommt dann einfach noch mal ein bisschen Stauraum und der Elektrokasten. Der Kühlschrank sitzt jetzt bei dem Fahrzeug hier. Da kommt man wirklich super gut ran. Die Größe ist genau gleich wie beim Kleinen. Wieder 42 Liter mit kleinem Gefrierfach.
um die Küchenplatte einzufahren, einfach oben die Hebel ziehen und dann klappt die wieder ein. Wir sehen jetzt hier das Bad und wir haben hier auch Stehhöhe hier drinnen, weil das Aufstelldach bei dem großen Tanken genau andersrum aufgeht. Also die hohe Seite ist da hinten am Fahrzeug, dass man eben in der Küche und im Bad vernünftig stehen kann. Dann ganz wichtig, warum man nämlich wahrscheinlich sich das Bad mit dazu bestellt, ist, dass es hier eine vernünftige Toilette mit dabei hat und ein richtiges Waschbecken zum Zähneputzen. Und auf der Toilette, wenn man die Tür offen lässt, hat man hier eigentlich auch ganz gut Platz, kann die Tür auch zumachen. Einfach so eine Rollotüre. Wir haben hier einmal den Wasserhahn fürs Waschbecken, der auch gleichzeitig der Duschkopf ist. Und den kann man sich dann eben auch einfach raus als Außendusche. Da kommt sogar noch Wasser raus. Okay. Dann muss man natürlich auch seine ganzen Sachen im Bad unterbringen. Wir haben hier ein kleines Staufächchen und auch da unten nochmal ein Staufach. Und was Schönes, wir haben unten einen Holzrost im Bad. Also das ist einfach sehr angenehm, da drauf zu laufen und ist auch eine schöne Optik gleichzeitig. So, wir haben den Tisch jetzt hier schon mal aufgebaut, auch wenn es beim Großen hier vorne ja ein bisschen beengter ist, weil hinten noch das Bad und die Küche reinpassen müssen, sitzt man hier doch wunderbar mit am Tisch. Das Einzige, wenn man hier auf meinem Platz jetzt sitzt, muss man ein bisschen gucken, dass man da unten mit seinen Beinen vorbeikommt. Aber es geht eigentlich trotzdem ganz gut. Ja, dadurch, dass hier das Aufstelldach ja andersrum drauf ist, dass wir hinten die große Stehhöhe haben, gibt es hier vorne so ein kleines Zusatzbrettchen, was das Bett schon hochdrückt, damit wir eben auch hier vorne halbwegs Stehhöhe haben und man sich nicht da so arg reindrücken muss. Wie beim anderen Fahrzeug auch, verschwindet der Tisch hier einfach wieder in der Schiebetür. Da wir jetzt bei der Bank nicht so eine riesengroße Schublade unten drunter unterbringen können, ist der Tischfuß und die Leiter hier in so einem Gummiteil hinter der Bank untergebracht. Da kann man das einfach durchschieben. So. Das wird, also so wie es jetzt hängt, klappert es natürlich während der Fahrt, aber wenn man sich da noch ein bisschen was mit reinstaut, dann wird das rangedrückt, dann passt das eigentlich. Um im großen Danken das Bett unten zu bauen, müssen wir die Bank zuerst nach vorne ziehen. Dazu unten einmal die Bremse lösen, hier genauso Knopf ziehen nach oben und dann ist am besten, die geht nicht ganz so einfach, die Bank, man schiebt von hinten. So, dann kann ich nämlich hier hinten das Teil runterklappen und dann schiebe ich die ganze Chose wieder zurück, damit eben hier das Fußteil unter den Kühlschrank kommt. Na, mittig. So, und dann haben wir den ganz normalen Klappmechanismus, wie auch beim kurzen. Einmal hier ziehen, hier anheben, da hinten rumklappen. Zuerst noch die Fahrerhaussitze drehen, aber das hat man dann drin mit der Zeit. So, und die nach vorne machen. Das gleiche hier. Vorne. Und jetzt kann ich nämlich das hier rumklappen und dann das hier, dafür muss ich noch mal den Hebel ziehen, nach unten. Hier unten hat man dann wieder 1,14 Meter Breite und 1,87 Meter Länge auf der Liegefläche. Bei dem langen Danken sitzt der Wassertank jetzt unter der Sitzgruppe, deswegen haben wir da nicht diese riesen Schublade wie beim kurzen, aber hier an der Seite haben wir noch mal ein kleines Schublädchen. Auch im großen Danken haben wir natürlich mehr als genug Steckdosen. Hier einmal wieder die komplette Batterie, 12 Volt USB, 220 Volt. Das gleiche haben wir hier unten noch mal, da fehlt dann 12 Volt, da haben wir aber den Taster für die Trittstufe. Und hinten an der Küche haben wir nochmal eine Leiste mit allen Steckdosen. Vom Prinzip her funktioniert das Aufstelldach hier natürlich genau gleich wie beim kleinen. Wir haben jetzt nur den Einstieg hinten, weil hinten die hohe Seite ist. Und dann zieht man das einfach runter. So,
und kann dann hier hinten über die Leiter hoch. Hier geht man dann eben jetzt von hinten über die Leiter hoch. Das geht eigentlich ganz komfortabel. Oben haben wir dann hier im Kopfbereich wieder rundum Fenster, die man auch aufmachen kann, und ganz geschickte Leselämpchen. Bei dem Fahrzeug hier haben wir jetzt keine Tellerfedern, sondern einen Lattenrost drunter. Das zentrale Bedienpanel sitzt hier vorne. Ein Ausschalter ist da oben und darüber kann man dann alles steuern. Also man könnte hier die Wasserpumpe anmachen, den Lichtschalter fürs Fahrzeug, man kann die Füllstände kontrollieren. Wir haben ja immer eine 75 Amperestunden Campingbatterie dabei und natürlich die Fahrzeugbatterie und hier den Frischwassertank. Wie gesagt, der hat 50 Liter, der Abwassertank, der wird dann hier angezeigt. Der würde einfach rot leuchten, wenn er voll ist, der hat 30 Liter. Serienmäßig hat das Fahrzeug ein Lederlenkrad und wenn man dieses Allround-Paket dazu bestellt, dann hat man das auch mit Bedienelementen und auch dieses schön große Display hier vorne. Da läuft dann das Navigationssystem drüber und da sind auch die Rückfahrsensoren draufgeschaltet. Das Fahrzeug gibt es sowohl als Schalter als auch als Automatik. Serienmäßig hat es 105 PS, gibt es aber auch mit 130 oder sogar mit 170 PS. Das Allround-Paket ist jetzt ja schon öfters gefallen als Begriff. Das ist eben das Rundum-Ausstattungspaket hier für den Danken. Es kostet 4.990 Euro und dabei sind zum Beispiel Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, eine Außendusche, diese Bank, die man eben auch zum Bett umbauen kann, elektrisch verstellbare Außenspiegel, das Ford-Media-System, was wir gerade gesehen haben, Nebelscheinwerfer und. Also das lohnt sich wirklich, dieses Paket mit dazu zu bestellen. Den Karmann Danken, den gibt es auch wirklich in ein bisschen exotischeren Außenfarben. Ein Farbblick hier bei den sonst relativ grauen Farben vom Modelljahr 22, den gibt es in Orange, in Blau, in Rot, in Weiß, in Schwarz und dann natürlich in den verschiedenen Grautönen. Ja, wenn Sie genauso begeistert wie wir von dem hochwertigen Innenausbau sind und dass es endlich eine vernünftige, preiswerte, gute Alternative zu einem VW-Bus gibt, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir haben von beiden Varianten gut vorgeordert, können also kurzfristig liefern und je nach Liefertermin auch noch komplett frei konfigurieren. Bei Fragen melden Sie sich gerne direkt bei uns, beim MiMobile-Team, entweder hier auf der Messe oder zu Hause in der Station. Wir freuen uns auf Sie. Ja, und hoffentlich haben wir jetzt Ihr Interesse geweckt. Und wenn dem so ist, dann rufen Sie uns doch einfach an und vereinbaren einen Termin. Sie finden uns 15 Minuten weg vom Stuttgarter Stadion, direkt an der Bundesstraße 29 zwischen Fellbach und Schaundorf. MiMobile verkauft Ihnen aber nicht nur Ihr neues Reisemobil, sondern als Familienunternehmen haben wir auch eine Vermietung und eine Fachwerkstatt. Und wir werfen jetzt zuerst mal einen Blick in die Vermietung zur Mama. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt und Kundendienst gewartet. Wenn Sie bei MiMobile ein Wohnmobil kaufen, dann sehen wir uns in Zukunft regelmäßig. Denn einmal im Jahr ist die Dichtigkeitsprüfung fällig. Aber wir machen nicht nur das, wir individualisieren Ihr Fahrzeug auch nach Ihren Wünschen.